Moin moin, willkommen zur Writing-Zeit. Ich bin's Dennis und heute gibt's noch was ganz anderes. Alle Witze, die ich innerhalb einer Woche gefunden habe. A-D-G. So, los geht's in 3, 2, 1. Wo hab ich denn jetzt meinen? Wo hab ich meine Witze? Meine Witze, wo sind sie? Wo sind sie? Keine Witze. Gibt keine Witze. Hat sich ausgewitzt. Heide. Witzka? Wo sind denn die Witze? Hab ich meinen... Hat schon mal jemand in Erwägung gezogen, dass die Regierung eigentlich will, dass wir drinbleiben, um uns mit einem großen Wasserpark zu überraschen? Ich habe mir heute neue Tupperdosen gekauft. Da stand Spülmaschinenfest drauf. Weiß jemand, wann und wo das ist? Hallo? Bin ich hier bei der Polizei? Nein, ich bin bei der Polizei. Sie haben mir gerade angerufen. Meine Freundin hat 4 Schwangerschaftstests gemacht. Alle 4 positiv. Jetzt heult sie, weil sie nicht weiß, weil sie 4 Kinder ernähren soll. Treffen sich ein Deutscher, ein Belgier und ein Holländer im Café. Ach, das waren noch Zeiten. Die Word-Datei. Sie können diese Datei nicht speichern, da Sie keine Rechte besitzen. Ich? Hä? Ich habe die Datei doch selbst erstellt. Word? Das ist mir egal. Keine Rechte, kein Speichern, du Excel-Experte. Du Excel-Perte. Also, wenn man sich ein halbes Hähnchen bestellt, teilt man ja schon die Hälfte des Essens mit einer fremden Person. Naja, Totenbeschwörer sind auch nur unpünktliche Heiler. Nicht vergessen, die Grillzange funktioniert nur dann, wenn man sie mindestens 2-mal in der Luft geklickt hat. An alle Männer, die sich die Beine rasieren, macht ihr das eigentlich nur bis zum Knie oder bis zur Vagina? Frauen spritzen ihre Lippen auf, weil sie ihre nicht schön finden. Ich habe noch nie hässliche Lippen gesehen, außer sie waren aufgespritzt. Alle Studenten jammern wegen dem Lernen, außer Germanistikstudenten, die jammern wegen des Lernens. Wie nennt man einen Polizist ohne Haare? Richtig, Glatzkopf. Ist es eigentlich illegal, seinen Earl Grey auf einem Nilpferd abzustellen? So rein hypothetisch. Allein zu Hause trinken 2019. Asozial, Versager, gestört. Allein zu Hause trinken 2020. Rücksichtsvoll, verantwortungsvoll, ein Held. Ein weiterer Tag hat begonnen und ich musste den Satz des Pythagoras noch nicht anwenden. Auszug aus der Bierbibel. Sei immer du selbst, außer es gibt Bier, dann sei betrunken. Johannes der Säufer, Kiste 4, Flasche 2, Reihe 1. Ein Tisch für 26, bitte. Ihr seid nur 13. Ja, aber wir wollen alle auf der gleichen Seite sitzen. Warum ist deine Haut so weich? Verrate ich nicht. Günther, 64, Geheimniskrämer. Heute vor 80 Jahren wurde Chuck Norris von seiner Tante geboren, denn niemand schläft mit seiner Mutter. Menschen, die meinen, dass Sexismus nicht mehr aktuell sind, sind in meinen Augen genauso dumm wie Frauen. Die 5 Anzeichen von Faulheit. 1. Ich hätte gern den Löwenschokoriegel da. Leihen? Nee. Kaufen? Manchmal benutze ich Wörter, die ich nicht verstehe, um adipös zu wirken. Ich habe einen Schüler gefragt, was das Nachbarland der USA ist, und er sagte USB. Der Bachelor in Saudi-Arabien, Folge 1. Ich nehme alle. So Leute, das war's mit meinem ersten Video dieser Art und Weise. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen da, abonniert den Kanal und kommentiert mir unten drunter, was ihr als nächstes gerne sehen wollt. Natürlich ist das alles als Spaß gemeint, dementsprechend bitte ich das auch mit diesem Humor so zu nehmen. Nichts davon ist ernst gemeint, das sind alles Sprüche und Witze, die ich mir aus anderen Ecken und an anderen Ecken geholt habe. Bis zur nächsten Writing-Zeit. Auf bald. Tschüss.